Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Liebe Menschen, die jetzt zuschauen, liebe Gemeinde, und besonders begrüße ich heute diejenigen, die vielleicht gerne an diesem Sonntag oder in dieser Zeit Konfirmation gefeiert hätten. Das ist nun leider nicht möglich und verschoben auf August oder September. Stattdessen müssen wir Masken tragen seit letzten Montag. Sie sollen uns schützen vor dem Virus, uns und andere. Und deshalb tragen wir sie, auch wenn sie unangenehm sind. Das Andachtsbuch, in das ich fast jeden Tag hineinschaue, das ist für dieses Jahr 2020 schon längst vor der Corona-Krise herausgegeben worden. Und die Autoren konnten nicht wissen, dass Montag, der 27. April in Deutschland, der Tag der Maskenpflicht sein würde. Trotzdem haben sie für diesen Tag einen Text ausgesucht, über den ich erstaunt war. Ich lese ihn uns vor. Nicht nur manchmal trage ich eine Maske. Will lieber den Eindruck erwecken, die Coolness nicht aufgeben, als ungeschminkt ehrlich zu sein. Nicht nur manchmal neige ich den Kopf, will lieber versteckt bleiben, den Schutzwall nicht einreißen, als wirklich angesehen zu werden. Tragen wir wirklich erst seit Montag Masken? Tun wir das nicht schon längst? Masken, die nicht so leicht sichtbar sind wie diese hier? Masken, die uns vielleicht auch gar nicht so unangenehm vorkommen, die uns auch kein Staat vorschreibt, sondern die wir uns selber ausgesucht haben. Wir wollen etwas darstellen. Wir verschaffen uns ein Image, um anderen zu gefallen. Und fast habe ich den Eindruck, das Coronavirus hat uns nicht nur Masken aufgezwungen, sondern uns manche Masken auch abgenommen. Wir sind viel mehr als alleine als sonst und sind viel stärker mit der Frage konfrontiert, wer bin ich eigentlich wirklich? Worauf kommt es an und wie sieht es in meinem Innern aus? Wir konnten 6 Wochen lang nicht zum Friseur gehen, konnten uns nicht so intensiv um unser äußeres Erscheinungsbild kümmern wie sonst. Und da kommt uns die Frage auf einmal näher, was ist denn eigentlich in meinem Innern? Und was muss ich denn tun, um in Ordnung zu sein? Bin ich überhaupt schön? Bin ich in Ordnung? Bin ich gut? Was muss ich tun, damit mein Leben gelingt? Damit ich angesehen bin? Was hat diese Traube getan, um in Ordnung zu sein, um so zu sein, wie sie sein soll, um schmackhaft, süß, reif, fruchtig zu werden? Was hat sie dafür getan? Nichts natürlich. Gar nichts hat sie dafür getan. Sie ist einfach gewachsen am Weinstock bis zur Ernte, bis zur Weinlese. Natürlich sehen nicht alle Trauben genauso aus wie diese. Es gibt welche, die sind vertrocknet, weil sie vor der Zeit abgerissen wurden von unachtsamen Menschen oder von einem Sturm. Es kommt also darauf an, dass die Traube am Weinstock bleibt bis zur Weinlese. Das ist die Voraussetzung, dass sie das werden konnte, was sie nun geworden ist. Eine geschmackvolle, saftige, süße Traube, auf die sich jeder freut. Und mit uns Menschen ist es genauso. Es kommt bei uns auch nicht darauf an, dass wir alles Mögliche tun. Wir brauchen uns nicht zu stylen, um anderen zu gefallen. Damit setzen wir eine Maske auf, die unser wahres Wesen versteckt. Bis wir vielleicht selber gar nicht mehr wissen, wer wir sind. Wir schauen in den Spiegel und glauben auf einmal selber an dieses Bild, was wir von uns gemacht haben und spüren trotzdem, dass es nicht stimmt. Von dem jüdischen Gelehrten Rabbi Sussia wird erzählt, auf seinem Sterbebett habe er gesagt, wenn ich jetzt vor den Ewigen trete, gelobt sei er, dann wird er mich nicht fragen, Sussia, warum bist du nicht Mose gewesen? Sondern er wird mich fragen, Sussia, warum bist du nicht Sussia gewesen? Wie werde ich der Mensch, der ich sein soll? Nicht dadurch, dass ich etwas tue und leiste, nicht dadurch, dass ich etwas aus mir mache, sondern dadurch, dass ich
bleibe und wachsen lasse, was wachsen soll, so wie das bei der Traube passiert. Den Vergleich habe ich mir nicht selber ausgedacht. Der stammt von Jesus. Er sagt einmal, und das ist das Evangelium für diesen Sonntag in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Darauf kommt es an, damit unser Leben gut und schön und rein wird, dass wir in Jesus bleiben und er in uns. Das ist ja in vielen Dingen spürbar in diesen Tagen, was wirklich wichtig ist und was auch an Bedeutung verliert. Und wir merken, es ist wichtig, verbunden zu bleiben miteinander, trotz Kontaktbeschränkungen. Vor allem aber verbunden zu bleiben mit Jesus, darauf kommt es an. Er schenkt die wahre Lebenskraft. Er schenkt unzerstörbare Hoffnung, unzerstörbare Freude. Und die haben wir nötig, gerade in diesen Tagen. Und die können wir uns nicht selber geben und auch nicht selber einreden. Bleibt in mir und ich in euch. Bleibt mit Jesus verbunden, dem wahren Weinstock. Wie das geht, sagt Jesus uns übrigens auch. In dem gleichen Abschnitt stehen auch seine Worte: Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch spreche. Unser Leben ist in Ordnung, nicht weil wir irgendetwas leisten, sondern weil Jesus zu uns spricht. Sein Wort zu hören, das bringt unser Leben in Ordnung. Das macht es gut und schön. Aus diesem Wort strömen Kraft und Lebenssaft. Und wir hören dieses Wort immer, wenn wir Bibel lesen, vielleicht auch Bibeltexte in einem Andachtsbuch. Und wir hören sein Wort, wenn wir, wie es hoffentlich bald wieder möglich ist, gemeinsam Gottesdienst feiern. Denn dieses Wort Gottes, das ist ja das große Ja zu unserem Leben. Gott sieht uns an und deshalb sind wir angesehen. Der Mund- und Nasenschutz, der ist wohl eine Weile nötig. Aber die anderen Masken, die können wir absetzen. Jesus sieht uns doch so, wie wir sind. Und er sieht uns in Liebe an. Obwohl vielleicht manches hinter dieser Maske runzlig und nicht so schön ist auf den ersten Blick. Er sieht uns in Liebe an. Er sagt Ja zu uns, so wie wir sind. Und er lässt in uns wachsen, was wir sein sollen. Bleib bei ihm, dem wahren Weinstock. Hör auf sein Wort. Dann wirst du auch in dieser Zeit, wirst auch du seine Lebenskraft spüren. Amen. Ich wünsche Ihnen und euch allen von Herzen Gottes Segen, Zuversicht und Kräfte an Leib und Seele, gerade in dieser Zeit. Ach ja, ich wollte noch ein paar Menschen ein Dankeschön sagen. Christine Koch hat uns vorhin mit dem Lied schon eingestimmt auf das Thema: Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft. Herzlichen Dank. Und Petra Wascholski wird gleich noch ein Lied singen. Auch dafür jetzt schon herzlichen Dank. Ich möchte auch Danke sagen an Frau Kütschig, unsere Kronauer Schneiderin, die diese Masken, diese Atemschutzmasken genäht hat und unserer Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt hat. Wir konnten sie an vielen Stellen verteilen, an Menschen, die sie brauchten. Ich danke auch unserem Vikar, der dieses Video aufgenommen hat, wie auch die früheren Videos, und der gerade auch sein Examen bestanden hat. Herzlichen Glückwunsch, Christopher Schlicht. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Und ich danke Ihnen und euch allen fürs Zuschauen, dabei sein. Das letzte Wort aber soll nun der gesungene Segenswunsch haben: Sei behütet auf deinen Wegen.